Das, ich verstehe es einfach nicht, aber genau deswegen bin ich hier. Ich treffe heute nämlich Freestyle-Motocross-Weltmeister Luke Ackermann. Viele bezeichnen mich als verrückt. Mit dem Motorrad zu fliegen ist ein unbeschreibliches Gefühl. Natürlich hat man einen gewissen Respekt, aber Angst zu haben wäre schlimm, weil dann würde man natürlich auch ganz schnell Fehler machen. Ich habe wahnsinnig viel Spaß dabei und es ist einfach mein Leben. So, Ackermann, um den Ackermann mal richtig anzugucken, will ich mich tatsächlich auf ein Motorrad trauen. Ja. Und das ist jetzt, ich sag mal so, ist jetzt nicht ganz so groß wie deins. Warum? Ja, aller Anfang ist schwer. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du mit Motorrädern gesammelt hast in deinem Leben. Genau, deswegen viel. Machen wir erstmal ein bisschen langsamer. Wir wollen ja auch, dass du in einem Stück wieder hier wegkommst. Sehr gerne. Und fangen mit dem Pitbike hier an. Ja. Und drehen wir eine Runde, würde ich sagen. Ah, jetzt wird's weicher. Kein Gas. Kein Gas. Aus. Okay. Ah, wie so viel. Fast, ne? Mit Gefühl. Mittelfuß gebrochen. Man hat richtig Schiss davor. Hör mal ein bisschen gehen. Jetzt haben wir raus. Super. Läuft bei mir. Also dann würde ich sagen, wir schauen uns mal bis ins Gelände an. Genau. Helm vergessen. Ah. Nein, Mann. So. Perfekt. Also ich finde mich schon ziemlich gut. Auf jeden Fall. Okay, glaubst du, können wir da? Ich habe vorhin gesehen, dass du da auch so diese kleinen Hüppelchen da fährst. Ja. Darf ich? Gerne. Manno, der war gar nicht so schon mal so. Hast du keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, in was ich in meinem Leben schon mal schlechter war. Ich glaube im Kanupolo. Alles gut. Oh Mann. Jeder fängt mal klein an. Oh, also ich komme hier schon unglaublich. Es ist einfach schwierig. Ja, es ist echt schwer. Es ist schwierig und es ist hier selbst nur so eine kleine Strecke, die hier neben deinen großen Sprungschanzen ist. Das hier erinnert mich so ein bisschen an Dirtbike oder auch so eine, einfach so eine BMX-Strecke, ne? Könntest du auch sagen, dass es quasi auch so eine Einsteigerstrecke wäre, alle, die jetzt sowas mal ausprobieren wollen? Oder fährt man da erstmal sicher ein halbes Jahr auf dem Acker? Ja, am Anfang sollte man auf jeden Fall erstmal üben, mit der Kupplung klarzukommen, mit den Bremsen zurechtzukommen, alle Gänge durchschalten zu können und ein Gefühl für das Motorrad zu kriegen. Und danach, wenn ich mir dabei sicher bin, kann ich auf jeden Fall dann erstmal langsam auf die Motocross-Strecke mich ein bisschen probieren, an kleinen Sprüngen und so weiter. Aber wirklich langsam anfangen immer. Ich habe gerade wirklich schon so ein bisschen Schiss in der Hose gehabt, weil das ist jetzt vielleicht so ein, ja, sagen wir mal, 3-Meter-Hügel, ja. Fühlt sich an wie 100-Meter-Hügel, wenn man da das erste Mal drauf ist. Wie hoch sind denn diese Schanzen oder beziehungsweise diese Landeplätze, auf denen du da landest? Also unsere Absprungrampen sind zwischen 2,65 Meter und ungefähr 3 Meter oder ein bisschen mehr hoch. Ja. In der Luft sind wir ungefähr zwischen 10 und 15 Meter hoch, springen zwischen 20 und 40 Meter weit und die Landungen sind ungefähr 4, 5 Meter hoch. Wenn man so erzählt, ist schon irre, oder?
Ja, es ist natürlich schon auch ziemlich gefährlich, ziemlich hoch, ziemlich weit, ziemlich schnell. Aber ja, es ist mein Leben, mein Sport, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Lass uns mal zu deinen Rampen fahren, die musst du mir mal klären, weil ich verstehe diesen Winkel nicht. Da fliegst du ja Richtung Mars. Ungefähr, ja. Krass. Ihr habt hier wirklich Sachen hingestellt, da wird mir tatsächlich schwindelig. Leute, guckt euch das mal an. Das hier ist so eine Rampe, über die Luke rüberfährt mit dem Motorrad. Und dann landet der, da ist erstmal dann 500 Kilometer nichts. Und dann ist da wieder so ein Riesenhügel. Also ich verstehe es einfach nicht. Hilft dir denn dein Motorrad bei vielen Sprüngen auch? Oder bist du wirklich immer nur der Typ, der sagt, hier geht's lang? Ja, ohne das Motorrad würde ich das auf jeden Fall nicht schaffen. Aber ich muss das Motorrad ganz klar, muss ich dem Motorrad die Anweisung geben. Fährst du mit Vollgas in so eine Rampe rein? Nee, es ist nicht Vollgas. Vor der Rampe fährt man immer ein bisschen langsamer und den Hauptgasschub gibt man eigentlich in der Rampe, um die Höhe noch zu bekommen. Die Rampe ist fast noch Kindergarten, ja, gegen das Modellchen, was da hinten irgendwie, ich sag mal so, da schießt der wirklich in den Himmel, oder? Ja, also hierbei handelt es sich um eine Quarterpipe, das heißt, die ist oben wirklich fast 90 Grad und macht den sogenannten Flair. Manchmal weiß ich auch nicht, ob er vielleicht denkt, dass es nicht klappt, aber dann klappt es irgendwie noch. Crazy! Alter! Oh Gott, du Stubber! Er hat nicht mal das Moped festgehalten, als er gelandet ist. Wow! Nicht schlecht, ey. Das ist wirklich anstrengend, das hätte ich nicht gedacht. Luke, wie entwickelst du deine Jumps? Also natürlich muss man erst eine Vorstellung im Kopf haben. Dann kann man sich natürlich aufs Motorrad setzen und größtenteils der Tricks probiere ich wirklich über die normale Rampe. Aber wenn es jetzt schwieriger wird, dann gehe ich zum Foam Pit. Das ist ein riesen Schaumgummibecken. Yeah. Und da üben wir die Tricks natürlich rein, bis sie dann irgendwann wirklich gut sitzen. Wo ist dieses Foam Pit? Das haben wir genau hier drüben. Mhm. Da können wir gleich hinfahren und dann kann ich dir natürlich mal was zeigen. Und wenn man dann schon einmal Weltmeister ist, ne, dann will man natürlich auch noch einen neuen Weltrekord aufstellen. Das hast du auch gleich gemacht. Und zwar 10 Backflips hintereinander. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sowas dann wirklich das erste Mal auf der Welt gemacht hat? Ich glaube, ich habe noch nichts das erste Mal auf der Welt gemacht. Haben immer andere Leute schon vor mir gemacht. Das erste Mal über 10 Hügel war natürlich eine Herausforderung. Man hat nicht mehr so viel wahrgenommen, nicht mehr so viel gesehen durch die schnellen Drehungen. Aber zu wissen, einen neuen Weltrekord zu haben, ist unglaublich. Hättest du irgendwann zwischen einem von diesen Backflips gerne mal so eine Sprunggrube gehabt, weil es irgendwie schwierig wurde? Ja, nach dem 5., 6. Backflip, da wird einem dann schon noch mal ein bisschen schwindelig. Ich meine, man hat nicht viel Zeit. Ja. Da wünscht man sich natürlich so ein schönes, gemütliches Becken hier. Aber da heißt es einfach nur durchziehen. Ist es ein anderes Gefühl, wenn du weißt, dass du in so einem Schaumstoffkissenbad landest, als irgendwie auf der Rampe? Natürlich kann hier drin alles auch passieren. Ich habe mir auch schon einen Oberschenkel da drin gebrochen. Aber es ist natürlich, man weiß, es ist sicherer. Und man kann sich rantasten und man kann Dinge perfektionieren da drin, bis sie halt dann wirklich auch sehr gut sitzen. Und dann kann man sich entscheiden, okay, ich mache das da drüben auf der Landung, weil dann wird es nämlich hart.
Für mich ist ja der typische Luke Ackermann-Sprung der Double Backflip. Ne? Ja. Also dieser zweifache Salto auf einem Motorrad in 20 Meter Höhe, was einfach total krank ist. Hast du das auch in so einer Sprunggrube geübt? Wie ist es, wenn du so einen Trick entwickelst? Hat genau. man da nicht auch Bammel? Ja, ich habe auf jeden Fall mit dem Double Backflip auch mit einem Pitbike angefangen, also mit dem kleinen Motorrad erst damit probiert, einen Double Backflip zu machen. Das hat irgendwann funktioniert. Irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, ich nehme das große Motorrad, nehme eine steile Rampe, versuche das. Ja, die ersten Versuche sind einfach fehlgeschlagen, anderthalb, dann hier Kopf über rein. Aber ja, aller Anfang ist schwer und ich habe mich durchgekämpft und durchgebissen und irgendwann hat es dann funktioniert. Mhm. Dann habe ich meine Technik entwickelt, wie ich das mache. Und seitdem ist es eigentlich einer meiner Lieblingssprünge. Würdest du mir den vielleicht noch in die Grube zeigen oder ist es zu krass? Das kriegen wir vielleicht noch hin. Ja? Ja. Krass, das war Giga Live für heute. Luke, alles gut? Okay, ich komme zu... Nee, doch nicht. Tschüss.